Guten Tag, meine Damen und Herren. Der neue britische Premierminister Cameron hat für Verwirrung gesorgt. In einer von der BBC übertragenen Radioansprache anlässlich seines Truppenbesuchs in Afghanistan sagte Cameron wörtlich, das World Trade Center sei am 11. September 2001 gesprengt worden. Laut offizieller Sprache hätte der Premier sagen müssen, die Zwillingstürme seien von entführten Flugzeugen angegriffen worden. Doch wörtlich sagte er, am 11. September, als die Zwillingstürme in die Luft gesprengt wurden. Kurz darauf wurde die Übertragung unterbrochen. Der Teil seiner Rede wurde nicht mehr von der BBC im Radio wiederholt. Auch auf der BBC-Webseite ist er nicht zu lesen. Bodenschätze im Wert von bis zu 1 Billion Dollar sollen in Afghanistan entdeckt worden sein. Das berichtet die New York Times. Geologen, die im Auftrag des US-Verteidigungsministeriums arbeiteten, hätten, wie es heißt, bedeutende Vorkommen von Eisen, Kupfer, Kobalt, Gold und Lithium entdeckt. Lithium ist für die Herstellung von Laptop- und Handy-Akkus unabdingbar. Afghanistan könnte das Saudi-Arabien des Lithiums werden, heißt es in einer Pentagon-Studie.